Ja, wieso unterstützt du das überhaupt? Warum unterstütze ich das? Ich bin das, was man gemeinhin als weiß, älterer Mann, heteronormativ bezeichnet. Also so ungefähr das, was die vermeintliche Norm ist. Die gibt es aber nicht. Die vermeintliche Norm gibt es nicht. Und ich finde, dass ich habe in meinem Freundes- und Freundinnenkreis enorm viele Leute, die zur Queer Community gehören. Und irgendwann im Sommer ist mir aufgefallen, was da in Polen alles passiert. Und dann habe ich festgestellt, dass es in der polnischen Verfassung den Artikel 32 gibt, der fast ident ist mit dem Artikel 1 der Menschenrechtscharta. Und dann habe ich die Eva angerufen und gesagt, machen wir was. Machen wir eine Kunstaktion mit Fotografie, ich bin Fotograf, und thematisieren wir das. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Wir müssen immer wieder darüber reden, es muss uns klar sein. Den Heteronormativen, dass sie gar nicht so normativ sind, und den anderen, dass sie genauso dazugehören. Wir sind eine Gesellschaft, nicht vier Gesellschaften, nicht 20 Gesellschaften. Wir sind eine Gesellschaft, und diese Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn alle miteinander tun und nicht gegeneinander. Und dazu dient das, und darüber sollten wir immer wieder nachdenken, und das sollte uns immer wieder klar sein. Danke fürs Herkommen, danke fürs Anschauen. So, danke Michael, danke allen Beteiligten. Wir bleiben jetzt noch hier ein bisschen am Platz. Kommt da vielleicht am Wochenende mit euren Freunden, Freundinnen vorbei. Ich denke, das ist doch auch ein Platz, auch wenn wir jetzt nicht gerade viele Touristen und Touristinnen in Wien haben, wo doch viele Menschen vorbeikommen und vor allem, wie gesagt, jene, die hier für das Polnische Institut arbeiten, mögen daran erinnert werden, dass wir unsere Freunde und Freundinnen in Polen oder in Ungarn nicht vergessen. Es ist ein paar Autostunden nach Ungarn oder nach Polen weg und schlicht eigentlich unvorstellbar, dass es so unterschiedlich sein kann, die Lebensrealität von den Menschen, die wie gesagt LGBTI oder Q sind und eben sich nicht den heteronormativen Normen unterwerfen wollen oder können. In diesem Sinne vielen Dank fürs Vorbeikommen bei der Präsentation. Wir hoffen natürlich, dass es lang unbeschadet stehen bleibt. Es wird weitere Fototermine geben. Wir werden weitere Fotos und Personen hier dazustellen mit der Zeit und wie gesagt auch erweitern auf die ungarischen Institutionen. Und danke für die Technik hier natürlich auch.